Wir beginnen mit der rechten Hand. Die ersten zwei Takte sind die Töne C, C, D, G, A, A, G. Eigentlich liegt die Hand mit dem kleinen Finger auf dem G. Jetzt spreizen wir die Hand etwas und gehen mit dem vierten Finger auf das G. Dann haben wir noch einen Finger übrig fürs A. Nochmal. C, C, etwas strecken mit dem vierten Finger aufs G. Jetzt spiele ich weiter. F und wechsle mit dem vierten Finger aufs G. In Takt 1 strecken wir die Hand, um den Ton zu erreichen, und im dritten Takt gehen wir wieder zurück. Nochmal die erste Zeile. 1, 1, G im vierten, A im fünften, F mit dritten, zurückwechseln auf den vierten, 3, 3, 2, 2, 1. Wir machen es nochmal. 1, 1, 4, 4, 5, 5, 4, 3, wechseln, 3, 3, 2, 2, 1. Zweite Linie, ich spiele es euch einmal vor. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2 und nochmal das gleiche. G, G, F, F, B, B, D. Wir spielen miteinander Takt 5 bis 8. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2 und nochmal mit Notennamen. G, F, E, D, D, F, E, D und die dritte Zeile. C, strecken. Wir spielen die Melodie von ganz vorne und vierter, drei, vier, drück auf Pause und spiele es einige Male für dich, bis du es flüssig spielen kannst. Drücke auf Weiter und wir spielen die linke Hand jetzt dazu. Ich spiele die rechte Hand, ihr spielt die linke. Also, 3 und C Akkord. Wenn du die Akkorde flüssig spielen kannst, dann spielen wir jetzt beide Hände gemeinsam in langsamerem Tempo. Daumen auf C, linke Hand spielt den C-Akkord. 1, 2, 3, 4. Zwei.
Das war au revoir, dire je maman. Wir sehen uns wieder, vielleicht zur nächsten Musikstunde. Ich sage für heute Tschüss.